Heute feiern wir die Eröffnung hier im Desitau im 39. Stock vom neuen Spuse-Büro. Wir haben ja vor 2 Jahren hier schon den 38. Stock besiedelt. Unser Wachstum ist so rasant, dass wir heute bereits da sind und den 39. Stock fröhlich eröffnen. Ich finde es sehr schön, ein österreichisches Unternehmen, das so einen Erfolg hat, da muss ich sagen, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ich für dieses Unternehmen das Testimonial sein darf. In dem Moment, wo ich bei Spuso war, war ich Spuso-Kunde und habe ein Telefon übernommen. Natürlich, was Besseres gibt es nicht. Es ist das Best of the Best. Ich habe firmenintern einen anderen Vertrag, aber wenn ich frei wählen könnte, dann würde ich natürlich Spuso nehmen. Naja, die 5G-Lizenz haben wir erworben für Niederösterreich und Burgenland. Wir sind sehr glücklich darüber, dass uns das gelungen ist. Gekostet hat das 1,8 Millionen Euro. Es ist eine gute Investition, ist ja doch immerhin eine Frequenz für 20 Jahre und es bietet uns jetzt die Möglichkeit, vom virtuellen Mobilfunker zum richtigen Mobilfunker aufzusteigen und damit zu den drei Großen aufzuschließen. Ja, und seit Sommer bin ich jetzt für Sky Sport Austria als TV-Experte tätig und repräsentiere unter anderem auch Spuso. Unglaublich zufrieden. Ja, sehr zufrieden natürlich. Bin sehr froh, dass ich das erhalten habe. Danke noch einmal an dieser Stelle. Es wird hier nichts versprochen, was nicht gehalten werden kann. Der Claim einfach menschlich fair wird eingehalten. Es gibt keine versteckten Kosten. Auch etwas, wo ich denke, diese Transparenz gefällt mir sehr gut. Und mein Traum ist ja, das habe ich immer schon gesagt, Dache, also Dach für Österreich, Deutschland, Schweiz und das I für Italien hinten dran ergibt dann das Dache. Und wenn wir alle 4 Länder mit Mobilfunk versorgt haben, dann sind wir glücklich.